Ich muss zugeben, Microsoft macht sehr stabile Controller. Sie sind stabiler als meine Wand, fällt mir gerade auf. Aber siehst mal positiv, diesmal sind die Server auf deine Seite gewesen. Stell mal vor, das wäre noch dazu gekommen durch diesen Job. Ich habe mir noch nie so sehr gewünscht, aus dem Server rauszufliegen. Ja. Haben wir alle das gleiche oder was? Ich hab Durex-Fahrrad. Ist das schnell, glaube ich. Kann man da einen Blitzstart machen? Nee. Wie sprintet man da? Auf dem Controller? Dreieck. Ich habe einen Xbox-Controller. Ey, der ernsthaft? Muss man da ganz oft tippen? Oh mein Gott. Ja, man muss drücken, wie so ein Gelobter. Oh, ich fühle mich wie Jan Ulrich. Nur hübscher. Oh, Konrad, pass auf. Roach. Ausschließend. Da war eine Laterne. Konrad geht mit seiner Laterne. Verdammt. Boah, ich habe die Handbremse benutzt bei meinem Fahrrad. Sowas gibt es da? Ich will zum Turbo als Fahrrad haben. Wieso habe ich so ein Rauschen im Ohr? Ja, auch. Ja, du hast den Tinnitus noch nicht rausgeholt. Heißt das, dass man dann im Windschatten des anderen ist? Auch beim Fahrrad? Ahnung. Ich bin so weit hinten, ich will sehen, was für geile Ärsche eure Chars haben. Das willst du gar nicht sehen. Ja, das doch, bist du bloß Roach. Neidisch. Das kann sein. Warum blinkt meine Lebensanzeige, dass ich fast tot bin? Weil deine Ausdauer leer geht. Ach so, ich hab da wieder nicht so viel. Ich bin ja so niedrig im Level. Das finde ich aber cool. Das finde ich cool. Das ist so kurz vorm Sterben. Regt sich vorher darüber auf, was für ein Sadist die Map gebaut hat. Hallo Konrad. Aber finde ich cool, dass Leuten das Lungenvolumen ausgeht. Ja, das nennt man nicht Doppelmoral oder so. Alter, wie wild drückst du eigentlich auf deinen Controller, Roach? Ja? Ich sag, wie wild drückst du eigentlich auf deinen Controller? Man holt dich ja gar nicht mehr ein. Oh, jetzt geht's auch noch bergauf. Oh, mein Daumen tut langsam weh. Ja, dann hör doch mal auf zu drücken. Das liegt daran, weil du eine Freundin hast. Du bist das nicht mehr gewohnt. Ach, du brauchst dazu nur den Daumen, Morgi. Movies Multitasking. Was für ein Tiss, ey. Roach, Konrad und ich, wir haben irgendwie die gleiche Brille auf. Nee, Movie auch. Ja. Wir haben alle die gleiche Brille auf. Ja. Ich denke, hä? Nanu? Durch den U-Bahn-Schacht. Oh mein Gott, ey. Blitzstart verpasst. Du Warntuscher. Ich hab Mario Kart mit Roach gespielt. Er hat mich voll in die Planke gehauen, ey. Gestorben. Wie ein Sturm. Ich krieg schon wieder hin. Tom, was, so ein blauer Panzer oder was? Hallo! Da ist der blaue Panzer, geh weg! Wow! Boah, Alter! Boah, wie oft zemmelst du mich denn da hin? Wow! Alter, an die Decke hat er mich gedrückt! Ich bin so gut. Karma, Bitch! Wow. Jetzt was juckt mich an der Nase! Nicht kratzen, Roach, nicht kratzen! Sag mal! Was ist los, Konrad? Wo bist du? Boah, Alter, ey. Konrad, ich hab dir mal den Weg freigemacht, ne? Ja, ich hab's gesehen. Ja. Ich kann das nämlich nicht mit ansehen, wenn du auf dem vierten bist. Du musst ja deine Statistik aufrechterhalten. Ja. Nimm mal alles im Kehrwert. Ich muss es treu bleiben. Ah, das Rote, das fällt gar nicht auf, Stor. Nö. Fällt auch nicht auf. Alter Schwede.
Oh nein! Nein! Oh nein! Auch noch im Ego! Alter, ich hab getrunken! Hallo, Roach! Aus Gordon Wink! Alter, wie groß der Bild ist! Mit seinem Fischerbooster! Oh, hier geht's tief runter! Oh, jetzt geht's bergab! Ich seh nichts mehr! So langsam! Boah, ich seh nichts! Alter! Nein, ich will mein Handy nicht öffnen. Aber im Jetski ist die Ego-Perspektive echt geil, muss ich sagen. Ja, das ist das. Ja noch, weil das schwenkt das nicht so die ganze Zeit. Alter, hat mein Jetski einen Trall oder so? Ich kann nicht nach links lenken. Und jetzt ist mein Controller. Oh, ich glaube, der Storm gewinnt das Rennen tatsächlich. Ist was? Nee. Oh. Nicht dein Ernst, oder was? Doch. Das war's dein Ernst! Alter Storm! Ich musste von der Bremse gehen, weil Roach dachte, ich gewinne das Match. Ich hätte nichts sagen dürfen. Boah, Alter! Was ist denn das hier? Oh, wir zu spät gedrückt. Ja, ich auch. Wir sind zu langsam. Ja! Oh mein Gott, meine Stimme zählt auch. Wie sind du mal in die Jahre gekommen? Ja. Na? Oh, hier geht's aber tief runter. Alter, das ist ja noch tiefer als Michael der Schäfer, ey. Im Sommernachtstraum. Nein, Leute! Und Roach schleicht wieder so an allen vorbei, weißt du. Aber echt. Bei uns in Österreich gibt es den Ausdruck Schleichti. Schleichti. Ist das Furzen? Nein. Das heißt, verpiss dich. Naja, wenn man furzt, ne? Dann verpiss dich. Also furzen. Du bist das dein Adel. Ich weiß. Oh Gott. Ja, ich weiß. Was war das? Du hast ein Tier überfahren. Was? Konrad, du musst auch für Tiere bremsen. Ey, oh, mehr, was war das? Die NPCs haben Unfall gebaut. Aber was für ein? Ja, aber echt mit Anhänger. Alter. Moglic! Alter. Achtung, Moglic, sonst hol ich. Ich bin gejumpt gerade wie so ein Schwein. Alter, was sind das für Kurven, ey? Wow! Oh, überholt mich der Roach kurz vorm Ziel, der Sack. Was ist denn das Ziel? Ja, ich bin vor dir reingedüst. Wie, welcher Knopf ist das? Select. Ah. Oder backlaufen. Was? Ah ja, ist ja GTA-Rennen, genau. Entschuldigung, Konrad, aber... Ja. Ich musste ihn wirklich gerade mal so abwarten, bis du mich gerade überholst, oder? Ich wollte Roach Mario Karten fallen rein und ich werde gemacht. Mario Kart hat niemals jemanden, der immer von Konrad gemario kartet wird, weil er da weiß, wie gemario kartet wird. Stimmt. Der ist der Master of Mario Karting. Ja, das stimmt. Oh, siehst du, Roach und Konrad, wir haben alle drei wenigstens BMX. Nur der Movie, der muss wieder aus der Reihe tanzen. Sieht so nach Wieso roll ich schon vorwärts? Hacke, ich hab das Spiel gehackt! Ja, Mann! Abwärts! Geh mal zum Weg, Roach! Oh, Alter, was ist denn das? Vollgas! Oh, Alter, Mucki! Ich bin Österreicher, ich hab Angst! Extreme Bergsteigen. Oh Mann! Oh, der Storm, der wohnt ja aber rein. Ja, der ist auch, der wohnt ja in Bergen. Alter! Ja, abwärts, juhu! Tschüss Leute, ich hau ab! Ich hab keine Lust mehr! Bergab ist die Devise! Du bist eh disqualifiziert, du hast einen Frühstück. Aber was für ein... Du kannst
Ich bin fast unten vom Berg. Der Berghof. Ja, Mann. Jetzt seid ihr so weit vorne, was geht mit euch eigentlich ab? Das ist Geschicklichkeitsarbeit.